Am Dienstag, dem 4. Mai, sind auf Einladung der Steirischen Volkspartei Günther Verheugen, ehemaliger Vizepräsident der Europäischen Union, Ex-Bundeskanzler Wolfgang Schüssel und der Journalist Jan Fleischhauer nach Graz gekommen. Über 600 Interessierte diskutierten in der Alten Universität im Rahmen des Modell Zukunft Steiermark die Frage, welche Rolle die Ideologie in der heutigen Politik spielt. Stein des Anstoßes war das Buch von Jan Fleischhauer mit dem Titel Unter Linken. Und mein Buch beschäftigt sich aus gutem Grund auch nicht mit der Parteipolitik, sondern mit Lebenswelten und Überzeugung. Nicht Ideologien, sondern Ideen regieren erfolgreich. Dass für die politische Orientierung eines Menschen, da wo er am Ende sich politisch engagiert, natürlich das Elternhaus, die Umwelt, die Schule, das Milieu, in dem er aufgewachsen ist, die Traditionen, die sein Leben bestimmen, eine große Rolle spielen, nicht die einzige. Und da kann es natürlich möglich, dass wir in derselben Partei werden. Es muss regiert werden in einer Zeit, in der es auch Krisen gibt. Und ich habe ja gesagt, wenn man Reformen durchsetzen will, muss man möglichst die Bürger mitnehmen. Das wird uns gelingen. Einem, dem das gelungen ist, weiß, worauf es ankommt. Ich habe diese pragmatische Formulierung des Verheugen, aber auch des Wolfgang Schüssel sehr geschätzt, das nicht zu übertreiben. Die Gegensätze, die Übereinstimmung in den Vordergrund zu stellen. Auch der ehemalige Bundeskanzler weiß, in einer Volkspartei muss Platz für alle sein. Wir sind als Volkspartei für die Balance aller Bevölkerungsgruppen verantwortlich. Und ich glaube, dass dieses Konzept eigentlich so modern ist wie eh und je. Unkonventionelle Kombinationen sind das Salz von solchen Veranstaltungen. Und das hat sich heute wieder gezeigt. Unkonventionelle Positionierungen, Ideologiefrage und ein Voter bei einer ÖVP-Veranstaltung. Das macht's aus.